Ich bin Engel Raphael und begrüße einen jeden Einzelnen mit den Worten von Omahatasat. Und mit jedem Ton, welchen ich zu dir spreche, fließt nochmals Heilung zu dir. Und Engel Raphael bittet dich, jetzt deine Hände auf dein zweites Chakra zu legen. Denn durch deine Hände wird die heilende Energie von Engel Raphael in dich einfließen. Die heilenden Energien werden durch dein zweites Chakra zu deiner inneren Familie fließen und sie werden jedes Teil deiner inneren Familie unterstützen. Sie werden jedes Teil deiner inneren Familie mit der Energie beschenken, welche jetzt gerade in diesem Moment richtig und gut ist. So lasse deine Hände in Ruhe und in Vertrauen auf deinem zweiten Chakra liegen. Erzengel Raphael wird nun Energien für dein inneres Kind senden. Es ist die Energie der Unbekümmertheit, der Leichtigkeit und Glückseligkeit. So fließt diese Energie jetzt in dich ein. Spüre, wie sie dich erfüllt und wie sie ausgehend von deinem zweiten Chakra in alle anderen Chakren strömt, wie diese Energie sich in deinem System über die Chakren und über die Aura verbindet. Die Energie schwingt in goldenen Kreisen, wellenförmig ausgehend von deinem inneren Kind, heilend in alle Strukturen. Und nun sendet Erzengel Raphael heilende Energien zu deiner inneren Frau. Es sind die Energien der Freude, der Schönheit, der Intuition und der Weisheit. Es sind Energien, welche deine Kreativität fördern und deine Ideen unterstützen. Sie tragen ebenfalls Leichtigkeit. Und sie dringen durch alle Chakren und durch alle Aura-Schichten in deinem System. Sie tragen das Licht der Weiblichkeit und stärken deine weibliche Seite. Fühle, was es bedeutet, seiner Intuition zu vertrauen und in allen Dingen Schönheit zu erkennen. Fühle, was es bedeutet, Wertschätzung in deinem Herzen zu tragen
Und so strömen diese Energien von oben bis unten, von rechts nach links und von links nach rechts durch dein System. Und nun sendet Engel Raphael Energien für deine männliche Seite. Es sind die Energien des Mutes und der Macht. Es sind die Energien, vorwärts zu gehen und zu vertrauen. Es ist die Weisheit und die männliche Intuition, welche nun durch dich fließt, welche beginnend von deinem zweiten Chakra durch alle anderen Chakren fließt, bis hinein in jede einzelne Auraschicht. Und du fühlst, wie Kraft in dir sich bildet. Und du fühlst auch deine Macht und Stärke. Und nun, allerliebster Mensch, habe ich für deine innere Familie Heilung geschickt und dich gestärkt und ausgeglichen mit den Energien, welche du gerade jetzt benötigst. Und so ist der Ausgleich in dir das, was dich formt, was dich zentriert, was dich sicher werden lässt und was dich in Harmonie und Freude dein Leben genießen lässt. Und wenn du nun schaust, mit deinen inneren Gefühlen schaust, dann weißt du ganz tief in deinem Herzen, dass du selbst ein Teil einer ganz großen Familie bist. Denn du bist ein Teil der bedingungslosen Liebe. Du selbst bist die Liebe. Und so wurde heute alles ausgeglichen, was nicht in Liebe harmoniert hat. Es wurde in jede deiner Seiten, deiner männlichen, weiblichen und deiner kindlichen Seite Liebe gesendet. Und alle drei Energien befinden sich im Gleichgewicht. Und du spürst, was es bedeutet, voller Liebe zu sein und in Liebe zu schwingen. Liebe ist das Licht. Und wenn du genau hinfühlst, fühlst du, wie ein golden-blaues Licht dich umhüllt. Und wenn du noch einmal genau hinfühlst, erkennst du, dass dieses golden-blaue Licht das Licht einer Familie der ältesten Seelen ist. Es ist die Liebe und das Licht, welches unsere Erde trägt, welches soll Avana begleitend und letztendlich bist du es. Du bist das golden-blaue Licht. Und so trägt dein inneres Kind dieses Licht in seinen Händen. Und auf der linken Seite steht die innere Frau und trägt ebenfalls dieses Licht in ihren Händen. Und auf der rechten Seite steht ein innerer Mann und trägt ebenfalls dieses Licht in seinen Händen. Und so geht nun deine innere Familie voran
währenddessen du energetisch folgst und ihr alle zusammen überbringt dieses Licht, Lady Cheyenne, denn das goldenblaue Licht trägt die tiefste Liebe und das größte Licht. Und so breitet sich nun dieses Licht über die Erde aus und bringt alles, was nicht im Gleichgewicht ist, ein wenig mehr in die Mitte. Und so darf Heilung überall auf der Erde sein, wo Männliches und Weibliches im Ungleichgewicht ist und wo das innere Kind traurig ist. Dorthin fließt das goldenblaue Licht und hüllt heilend und liebend alles ein. Die Engel Donadas singen Ani o Hevet o Drach an Anasha.